2048 wird Wohnraum keine Ware mehr sein. Das heißt, es wird nicht mehr aus dem Grundbedürfnis nach Lebens- und Wohnraum, das alle Menschen haben, Gewinn gemacht. Ich würde sagen, im Jahr 2048 gibt es nicht mehr das Problem, dass Eigentumsverhältnisse so im Mittelpunkt von aktuellen, also zum Beispiel jetzt aktuellen Prozessen von Akkumulation stehen, sondern es gibt wirklich Wohnungspolitik und Wohnungsverhältnisse, die eher am Gemeinwohl sich orientieren. Im Bereich Wohnen, glaube ich, gibt es im Jahr 2048 nicht mehr diesen engen Begriff von Wohnen. Ich glaube, dass sich dann verändert haben wird, dass Wohnen umfassender mit anderen Bereichen des Lebens zusammen gedacht wird. Wohnen in Verbindung auch mit, wie ernähren wir uns, wie gehen wir mit Kindern, mit älteren Menschen um, mit Krankheiten um. Ich freue mich auf solidarische Nachbarschaften, ich freue mich auf ein Miteinander, wo man sich kennt, wo man sich unterstützt, wo es nicht mehr so ein krasses Gegeneinander gibt, nicht mehr so eine krasse Vereinzelung, wie es gerade ist. Vielleicht eigentlich ganz lustig, weil 2048 tatsächlich das Jahr ist, in dem ich in Rente gehe. Und deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob ich mich auf das Jahr freue. Aber ich freue mich, glaube ich, am meisten darüber, dass ich zum Beispiel keine Angst haben muss, dass ich mir Wohnraum nicht leisten kann, dass ich alleine wohnen muss. Dass ich dadurch, dass ich mit anderen zusammen verschiedene Dinge teilen kann, anstatt sie selber alle besitzen zu müssen, viel mehr Freiheiten haben werde, viel mehr Möglichkeiten haben werde. Wir müssen Wohnraum vergesellschaften, das heißt, dass wir entweder kommunal oder in anderen kleineren Organisationsstrukturen den Wohnraum organisieren. Eine Stärkung der lokalen Ebene, die eben nicht wirklich nur eine Konzentration von Macht bedeutet auf lokaler Ebene, sondern die auch so ein bisschen dezentralisiert und Stadtteilinitiativen zum Beispiel Mitspracherecht gibt und auch stärkt. Bis dahin muss passiert sein, dass Initiativen, wie wir sie jetzt gerade in Berlin haben, dass die großen Immobilienkonzerne enteignet werden sollen, tatsächlich eingetreten sind. Es muss also eine umfassende, größere Enteignung und Rekommunalisierung und Überführung in Genossenschaftseigentum stattgefunden haben. Wir müssen uns weiter trauen, auch Utopien auszuprobieren und Projekte umzusetzen und zu zeigen, dass es auch anders geht, als wir es vielleicht kennen.